Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Zunächst gleich zu Olympia und den nächsten Medaillen für Österreich. Die nächsten Medaillen für Österreich in Sotschi. Doch noch versöhnlich der Schluss der nordischen Springer. Das Quartett Schlierenzauer, Morgenstern, Diethardt und Heuböck holten sich Silber im Teambewerb. Gold geht an Deutschland, Bronze holten sich die Japaner. Im Riesentorlauf hielt Anna Fenninger die österreichische Fahne hoch und errang mit der Silbernen ihre zweite Medaille bei diesen Spielen. Gold geht an die Slowenin Dina Maase, Bronze holt sich die deutsche Viktoria Rebensburg. Nichts wurde mit dem Viertelfinaleinzug hingegen für die Eishackler. Wanek und Co. verloren gegen Slowenien klar mit 0:4. Schwierige Bedingungen gab es im Biathlon der Herren. Schneefall und schlechte Sicht waren die Begleiter. Für Österreich gab es nichts zu holen. Dominik Landerdinger erreichte als bester Österreicher Platz 7. Gold geht an den Norweger Svensson, Silber an den Franzosen Foucault und Bronze holt sich der Tscheche Morawetz. Weg von Olympia hin zum Tanzen für Kids. König Tutis Weltreise hieß ein Stück mit Geschichte und Tanz, das im Spielraum Kapfenberg zur Aufführung kam. Der Kapfenberger Spielraum war bis auf den letzten Platz gefüllt und ob groß oder klein, alle waren gespannt auf die Geschichte, die in den nächsten Minuten folgen sollte. Es ging um den großen Pharao Tutanchamun, verpackt in König Tutis Weltreisen. Es geht um König Tutanchamun, einer der bestbekannten Pharaonen aus dem altägyptischen Reich. Und das Ganze ist eine Tanz-Musical-Produktion für Kinder aus unserem kleinen Forum Kinder- und Jugendtheater. Und es ist deswegen vielleicht für Kinder ganz gut geeignet, weil es eine Reise, eine Zeitreise des Pharaos ist, der Kinder mitnimmt auf seiner Reise um die Welt und es nicht nur geografische Hintergründe hat, sondern auch geschichtliche, teilweise sozialpolitische. Kinder mit der Geschichte konfrontieren und ihnen die Langeweile an der Geschichte nehmen. Das ist grob umrissen der Inhalt dieses großartigen Stückes. König Tutti führt die Schülerinnen und Schüler an die Schauplätze der Welt. Mit Michael Jackson in Amerika, dem Musical Cats am Broadway oder dem Riverdance in Irland. Tänzerisch gelernte Geschichte. Und das Ganze ist in Witz und Spaß verpackt, in fetzigen Choreografien und eignet sich besonders gut für Kinder, einfach zu lernen beim Lachen. Und die Kinder haben wirklich gelernt. Der Pharao machte Station in Spanien, Rumänien oder in Italien. Überall wurde die Kultur und die Geschichte des Landes in kurzen Worten und vor allem in Tanzszenen hervorragend dargestellt. Am Ende kommt man wieder ins altehrwürdige Ägypten zurück und König Tutis Weltreise geht mit der Erkenntnis zu Ende, dass Geschichte nicht langweilig sein muss und vor allem, dass Wissen Macht ist. Denn eines ist sicher, Wissen kann einem niemand mehr nehmen. Ein gelungenes Stück von Judith Elisa Kaufmann mit dem hervorragenden Ensemble des Forums Kinder- und Jugendtheater. Die Begeisterung des Publikums war groß und den Applaus haben sich alle redlich verdient. Gratulation der Schule von Judith Elisa Kaufmann und meine Hochachtung für das gesamte Ensemble. Obwohl noch Winter, harren die Kapfenberger Falken bereits in den Startlöchern zur Frühjahrsmeisterschaft. Trotz den vielen Verletzten will man an die Erfolge des Herbstes anknüpfen. Bald startet die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Bei den Kapfenberger Falken ist man darauf bestens vorbereitet, wartet doch in der ersten Runde gleich Tabellenführer Altach und das auswärts.
Kurt Rus, man fühlt sich ja mehr an die Olympischen Spiele erinnert, wenn man den Hintergrund mit dem Schnee anschaut. Aber 10 Tage noch, dann geht es mit der Meisterschaft los und das gegen Alltag. Ja, wir freuen uns drauf. Ich sage, der Schnee, der ist mir jetzt egal, weil der Wasser ist in 2, 3 Tagen ist eh wieder weg. Nein, es geht darum, dass wir in Alltag eine gute Leistung bringen und dann werden wir sehen, was da passieren wird. Jetzt hat man die Vorbereitungsphase fast hinter sich. Wie zufrieden ist der Trainer mit dieser Vorbereitung, mit den Vorbereitungsspielen und vor allem mit den Neuen? Ja, für mich ist eine Vorbereitung eigentlich wirklich, wie es schon immer sagt, eine Vorbereitung. Man kann nicht sagen, wie man genau steht. Wir haben ein paar gute Spiele gehabt. 1, 2 Spiele waren nicht so besonders, aber das ist ganz normal. Einmal trainiert man hart, dann spielt man nicht so gut, dann nimmt man ein bisschen was aus, sondern spielt man besser. Aber es kommt alles am 28. aus. Es ist mehr und mehr in den Alltag auftreten. Das ist für uns ganz wichtig und ich hoffe, wir können ein bisschen Druck aufbauen. Schönberger wird fehlen, der wird im Brühe wahrscheinlich überhaupt nicht mehr kommen. Wendler fehlt, jetzt auch Ronny Waldo mit einem riesengroßen Fragezeichen. Kann man diese Leute eigentlich ersetzen? Man muss sie ersetzen können. Ich sage, wir haben zwar nicht einen großen Kader, aber wir haben einen guten Kader, wir haben sehr willige Spieler. Es werden andere Spiele wieder dazustoßen und so. Und ja, und ich hoffe, dass alle die Aufgaben, was wir jetzt einer gesagt haben, dass sie lösen werden. Und dann hoffen wir, dass wir den Alltag positiv überraschen. In seiner aktiven Zeit war ja Kurt Rus bekannt für seinen Einsatz, für seinen Ehrgeiz. Wie schaut es hier mit dem Trainer-Ehrgeiz aus in Richtung Aufstieg? Ja, das ist ganz gleich wie beim Spielen. Man will immer vorne dran sein und ja, und wir haben eine große Chance. Es wird zwar nicht einfach, aber ich glaube dran. Die Neuen sollen also die Verletzten ersetzen. Einer davon hat bereits einmal für die Kapfenberger Falken gespielt. David, wieder zurück in Kapfenberg nach einem, ja, sag mal, Auslandsgastspiel. Wie ist das Gefühl wieder in der Heimat? Ja, es ist wieder schön, hier in Kapfenberg zu sein. Das Umfeld hat mich wieder super aufgenommen und jetzt freue ich mich auf die kommenden Aufgaben. Vorbereitungsphase voll im Gang, 10 Tage noch bis zum Meisterschaftsbeginn, das gleich mit den richtigen Kracher gegen Alltag. Wie siehst du jetzt die Dinge, die da auf euch zukommen? Ja, also gegen Alltag, die erste Partie zum Spielen ist sicher gleich gut, weil man merkt, dass jeder schon aufs Spiel hinbrennt. Also jeder wartet nur mehr, dass die Meisterschaft beginnt. Und gegen Alltag haben wir eigentlich nichts zu verlieren, weil sie reden immer vom Aufstieg. Und da haben sicher sie einen schwereren Weg als wir. Wie zufrieden bist du persönlich mit der Aufbauphase jetzt, mit dem Training und vor allem mit den Trainingsspielen in Richtung Beginn der Meisterschaft? Also persönlich gesehen ist sicher Luft nach oben und so von der Mannschaft her haben wir am Anfang sicher ein bisschen, haben uns ein bisschen schwerer getan, weil wir müde Beine gehabt haben, aber je näher das jetzt die Meisterschaft drückt, desto besser sind die Spiele geworden. Luft nach oben. Die Fans hoffen auf gute Spiele und viele Punkte ihrer Falken, denn dann ist bis zu einem Aufstieg alles möglich. Am Dienstag war es zunächst bewölkt, aber trocken. Gegen Mittag kam in einigen Teilen der Steiermark die Sonne durch und bescherte uns Temperaturen um die 10 Grad. Am Mittwoch ist es zunächst noch aufgelockert bewölkt. Gegen Mittag ziehen dann dichte Wolken auf und es beginnt in weiten Teilen unseres Sendegebiets zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt um die 900 Meter. Dies ist aber nur ein kurzes Gastspiel des Adriatiefs. Bereits am Donnerstag wird es wieder besser werden. Verbringen Sie noch schöne Fernsehstunden. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.